Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind heute wieder bei Bergmann und Söhne, aber mit Verstärkung und zwar Mr. J hier auf der linken Seite, mein Lieber, was geht? Und natürlich Dennis Reichert von der Pulverbeschichtung. Moin. David, grüß dich. Hi. Wir haben was Besonderes vor, ist das richtig? Ja, wir haben was Besonderes vor. Erzähl mal kurz. Ja, wo fangen wir an? Also wir hatten... Er ist ein bisschen aufgeregt. Soll ich die Geschichte erzählen? Wir machen das kurz und knackig. Wir machen es kurz. Also. Du hast gesagt, die Maschine geht weg und eure Felgen oder unsere Felgen, die wir für dich gemacht haben, die gehen dann auch weg. Hast du genau, schwarze Felgen? Ja. Wir müssen die schnell tauschen, damit wir die zurückkriegen. Und wir hatten eben keine schwarzen Felgen. Und da habe ich erstmal gefragt, was passiert denn mit dem Motorrad? Was passiert denn mit der Maschine? Geht die jetzt nach Österreich zurück oder wird die irgendwo versteigert oder was passiert mit so einer Promi-Maschine? Und genau, da ging die Geschichte los. Und da hast du gesagt, ich mache mal ein paar Anrufe und wir schauen mal, wie es von da weitergeht. Und da setzt die Geschichte jetzt ein. Das heißt, wir stehen jetzt hier und ja. In der Tat, du wirst heute ein neues Motorrad abholen. Ja, alle kennen das Motorrad und deswegen bin ich natürlich auch heiß drauf. Fahren werden wir es bestimmt auch mal. Haben wir auch schon den nächsten Sommer natürlich vor. Heute? Heute vielleicht auch, weiß ich nicht. Ja? Und David muss einmal die Woche vorbeikommen und auf dem Parkplatz so ein Wheelie im Kreis machen, ja. Die Autos von unseren Nachbarn. Genau. Weißt du, was ich überlegt habe? Autogrammstunde. Dennis muss heute einen Burnout machen. Ich bin Ingenieur, nur für mich macht... Nein! Echt jetzt? Das kann doch nicht wahr sein! So ein kleiner Bernie! Nein. Oder? Wird bei mir nicht passieren. Oh. Keine Chance. Dann kann ich das ja machen. Nee, nicht mit meiner Maschine. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen aber erzählen, was du gesagt hast, was du mit der 701 machst. Denn du hast nicht gesagt, so, die steht auf dem Podest, sondern du hast zu mir gesagt, die wird wirklich O-Ton, die wird an die Wand gehangen. Das hast du gesagt. Absolut, das haben wir auch. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie diese 701 ja, in der Firma an der Wand hängt. Da wird sie hängen. Wie kommt man auf so Ideen? Also es kommt tatsächlich eine Seilwinde oben ins Gebälk, also über der Decke und dann wird sie halt hochgezogen und hängt da. Wie ziehst du die dann hoch? Zeig mal. Ja, mit der Fernbedienung. So, ne? mit der Fernbedienung? Mit der App wahrscheinlich heutzutage. So. Aber. Also die wird runtergelassen und wenn wir Bock drauf haben zu fahren, dann kommt die eben von der Decke runter, Haken ab und dann wird sie gefahren. Und geil. Dann hängt sie da oben wieder. Ja, das Verrückte ist, ich weiß gar nicht genau, wie sie aussieht. Schande über mich. Ich weiß, ich kenne die Felgen natürlich, ich weiß nicht, wie die... Ich habe bei Instagram bei dir mal kurz reingeguckt, aber ich sehe, dass er doch relativ selten alles. Und ich weiß gar nicht, was da drunter jetzt ist. Wo ist denn eigentlich Sascha? Sascha! Hey, na hör mal, mein Jutzer. Ist schon dunkel draußen. Ja. Hi. Sascha, moin. Lustig, hi. So, was machen wir denn heute hier? Wir haben was Schönes unter dieser schwarzen Plane. Ist das korrekt? Ja. Was Schönes hier für den Herrn Reichert? Mhm. Was Kleines für Herrn Reichert. Aber bitte sag mir, du hast sie vorher noch ein bisschen geputzt. Nein. Nein. Es echt jetzt? Die Patina von... Die Patina von Herrn Boss. Oh, ja, die ist besonders toll, die Patina von mir. Werden sie niemals waschen. Ja. Apropos, damit du nicht ganz leer ausgehst, ich habe das Kennzeichen eben abgeschraubt. Nein. Der gehört ja dir. Der ist ein bisschen kaputt, der ist so nicht mehr zulässig. Oh nein. Dachte ich, kannst ihn ja an die Wand hängen, als kleine Erinnerung. Das ist wirklich... Sascha, komm mal her. Man sieht sogar noch die Schleifspuren hier hinten an dem Reflektor. Guck mal, wenn man hier... Der hat die Historie, ne? Ja. Den hängst du dir mit so einem Nagel an die Wand und daneben so einen kleinen Geräuschgenerator. Und wenn du auf den Knopf drückst, dann macht es so ein... Geil, das ist eine gute Idee, das machen wir. Bist du bereit, Dennis? Absolut, ich freue mich dermaßen. Ja? 3, 2, 1 und go! Jawohl! Oh, Wahnsinn! Uiuiui. Es ist Weihnachten. An der Stelle, mein Lieber, herzlichen Glückwunsch. Ja. Deine erste Supermoto. Haben wir das für die erste Supermoto? Das in meinem gehobenen Alter. Ich weiß gar nicht, ob das noch fachgerecht ist. Das macht dich direkt 20 Jahre jünger. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Gut, setz dich drauf. Wir müssen auch mal Wheelies üben. Also, ich muss es zumindest mal ein bisschen auf die Kette kriegen. Ich weiß nicht, ob die Zeit dafür da ist. Aber ihr seid Zeugen, ne? Was er gerade gesagt hat. Ja, ich hab's schon gehört. Auf jeden Sieht doch aber anständig aus. Guck mal. So, weißt du, was du jetzt machen musst? Du musst dich nochmal draufsetzen und den Motor starten. Und eigentlich mal so eine kleine Ehrenrunde, oder, Sascha? Ist es genehmigt vom Chef? Können wir drinnen draußen machen. Können wir drinnen draußen machen. Drinnen und draußen sogar. Das ist ja Sascha. Nach draußen. So ist das Ding hier. So. Oi, oi, oi. Aber die Wartung ist gut gelaufen, glaube ich. Ah. Da fährt er dahin. Aber die Felgen jetzt in dieser Dämmerung sind richtig geil. Boah, es scheint ihm zu gefallen, oder? Was sagst du? Ich glaube. Infiziert mit dem Supermoto-Virus, yes! Willst du auch mal eine Runde düsen, gleich? Ja. Junge, Junge, Junge. Die Maschine. Ja, ne? Ja, das war gut. Das war ein gutes Investment. Aber ohne die Felgen. Oh, guck mal, wenn die Felgen sich drehen, oder? Wie sexy. Mega gut aus, ja. Sehr schön. Und abgesegnet. Jawohl. Oh. Die Nachbarn.
An der Stelle nochmal ein dickes Dankeschön hier an Sascha Bergmann, dass er den Auspuff hier besorgt hat. Da sind wir nämlich in den Laden gegangen und er so, hey, ich habe hier zufällig noch einen wunderschönen Remus-Auspuff und zwar den schwarzen, den wollte ich unbedingt haben. Genau, und der war so lange nicht lieferbar und wir hatten noch ein paar auf Lager. Haben wir jetzt gerade eine große Yvonne gekriegt? Ich glaube, wir haben 15, 20 Stück jetzt gerade bekommen. Echt? Für SMCR 701, ja, sowohl als auch. Gibt es da Rabatt drauf aktuell? Aktuell auch Rabattaktionen da drauf. Komm, 20, sag mal. 25% aktuell. Wow. Genau. Alter, schön. Versand exklusive, deutschlandweiter Versand, also wer Bock hat. Auch alle anderen Zubehörsachen, die wir auf Lager haben, also originales KTM und Husqvarna Zubehör, 50%. 50%? Auf alles, was auf Lager ist. Freunde, das verlinke ich doch mal. Das Lager ist voll, 50% Rabatt auf viele Teile. Checkt das mal ab. Genau. Und natürlich nicht nur bei Bergmann vorbeischauen, sondern auch hier bei den Jungs von der Pulverbeschichtung, ne? Bei unbedingt, Dennis, unbedingt. Mr. J. Solche schönen Sachen sehen, genau. Kundenwunsch, verschiedene Schriftzüge, Husqvarna natürlich, KTM machen wir auch eine Menge. Also alles, was mit Supermoto zu tun hat, kann bei uns modifiziert, lackiert und pulverbeschichtet. Geil. Und jetzt machen wir den Burnout. Du nicht! Danke an euch beiden nochmal. Ja, gerne doch. Kuss geht raus, Dennis. So, super. So, Freunde, ich würde sagen, wir skippen jetzt mal, denn wir bauen gleich noch einen Simulator auf. Ich habe einen neuen Rennsimulator bekommen. Ich dachte eigentlich, das mache ich heute Morgen. Habe ich heute Morgen aber nicht gemacht. Deswegen machen wir das gleich. Und dann schauen wir mal, ob das Upgrade da lohnenswert war. Sagt goodbye hier zum Sascha, Dennis, Mr. J. Schaut vorbei, ist natürlich alles verlinkt. Und wir sehen uns in wenigen Sekunden zu Hause in der Crib wieder. Let's go. Mr. Gordiano, einen wunderschönen guten Abend. Mensch, hier am Arbeiten, das gibt's ja gar nicht. Fleißig. Ja, ich mache gerade Videos. Was guckst du da an? Ich schneide hier gerade Videos von David und... Bist du mein neuer Cutter oder was? Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich habe mir gerade dein Video angeguckt. Das ist ja krank, wie die Leute das feiern. Oder? Es ist crazy, was für ein Feedback da reinkam über Instagram, über YouTube. Alle haben gesagt, der alte David ist zurück. Und ja, Mann, ich bin wieder zurück, ja? So der alte nice. David eskaliert einfach nur. Fühlst du es auch mehr? Das hier fühle ich so krass. Den Sonnenuntergang? Genau in dem richtigen Moment geschafft. Ich verabschiede mich mit diesem tollen Sonnenuntergang. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben. Junge, der Blick ist ja so krank. Ist heftig, oder? Aber was machen wir denn jetzt, Digga? Jetzt bauen wir was auf. Du hast mich hierher gelockt. Erzähl mal. Was Geiles machen. Erzähl mal, komm, wie habe ich dich hierher gelockt? Sag mal ganz kurz. Wir bestellen was Geiles zu essen. Das haben wir schon mal gemacht, aber jetzt kommt der negative Part. Junge, was ist das? Okay, also das hier, ihr seht es schon, ich habe es ja gerade angekündigt. Das hier ist der neue Rennsimulator. Wirklich ein Upgrade. Was genau das für ein Modell ist, das werde ich euch gleich zeigen. Ich würde aber erstmal sagen, wir packen das alles aus. Es sind sehr, sehr viele Pakete, die kamen so nach und nach. Ich dachte mir so, oh holy shit, was ist da denn drin? Ja, und wir werden das jetzt aufbauen, beziehungsweise wir versuchen es. Es soll angeblich relativ einfach sein, deswegen checken wir jetzt mal, was ich da überhaupt zugesendet bekommen habe. Und am Ende fahren wir dann auf jeden Fall noch eine Runde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist eine nice Story, denn ich habe die Jungs von Tracktime auf der Essen Motorshow getroffen und habe gesagt so, nachdem ich mit den Simulatoren gefahren bin, ey, das ist mega geil, ich brauche einen vernünftigen, weil hier den aktuellen, den ich habe, der wackelt total rum. Habt ihr da nicht was? Dann sind wir so ins Gespräch gekommen und er hat gesagt so, ja klar, komm, wir senden dir einen zu. Und dann so ein, zwei Wochen später kommen diese Pakete hier zu Hause bei mir an. Wie verrückt ist das bitte, Freunde, oder? Dickes Shoutout an Tracktime für den Support. Oh, der ist schon Baba. Ja, der ist ja gechillt. Eine Ewigkeit später. Es ist schon der nächste Tag angebrochen. Gordian und ich haben eine Pizza bestellt und dann war es irgendwie so spät und wir waren so müde, dass wir nicht mehr weitergemacht haben. Doch jetzt ist Sören da und Sören, du hast Bock, eine Runde zu fahren. Du siehst schon, mein neuer Simulator ist aufgebaut. Was sagst du? Ich find's geil. Ich bin zur richtigen Zeit gekommen. Ich habe das Aufbauen verpasst. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich konnte da, glaube ich, noch nicht. Hat sich gedrückt. Hiervor drücke ich mich nicht, eine Runde zu fahren. Sieht auf jeden Fall geil aus. Schon mal sehr stabil. Darf ich mich schon mal hinsetzen, oder was? Ja, willst du die erste Runde fahren, oder was? Oh ja, geil. Weißt du, in was du hier eigentlich sitzt? Das hier ist in der Tat ein Tracktime Race Rig TT07. Das beinhaltet alles. Einmal komplett hier der Sitz. Verstellbar natürlich. Das heißt, du kannst nach vorne und hinten. Wir haben hier, und das finde ich besonders geil, eben diese Bildschirmhalterung und das Allerbeste an dem Teil, denn deswegen habe ich auch gesagt, ich brauche unbedingt einen neuen. Du hast hier einfach mal eine Rohrkonstruktion, die komplett steif ist und keine blöde Säule in der Mitte. Das war nämlich hier bei meinem alten Teil so. Also erstmal war es total wackelig. Ja, guck mal hier, das wackelt hin und her. Komplette Katastrophe. Ist halt sehr, sehr billig gebaut, muss man ehrlich gesagt gestehen. Und hier in der Mitte hat man immer diese Strebe. Und diese Strebe stört eben, wenn man kuppeln will. Ich sag dir, es ist next level. Ich bin sehr gespannt, was du sagst.
Also wie ihr sehen könnt, im Spiel schneit es. Das haben wir nicht eingestellt, denn draußen schneit es auch. Also das Spiel erkennt sozusagen, was für ein Wetter bzw. Jahreszeit ist und passt das dann an. Ist das cool? Das ist richtig geil. Da kommt es weit raus. Ui, ui, ui. Hoffe nicht das Ding verlieren. Oh, oh, oh. Junge, war das knapp. Neustart. Natürlich im Porsche unterwegs, wie Sören auch. Nürburgring, Nordschleife. Ich werde jetzt ein bisschen weniger reden, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ja, komm, zwei, drei Kurven, dann war es das auch schon wieder mit dir, oder? Also man sieht auf jeden Fall, dass du direkt pusht. Alter. Ist geil, ne? Ja. Krass, Alter. Es ist halt heftig. Du hast das Gefühl, du bist live dabei. So, hier auch mit Vollgas durch, auch in echt. Zack. Außen anfahren. Boah, die war gut genommen. Die war richtig gut genommen. Boah. Das war aber kurz vor Exitus. Da hätte es sich richtig auseinandergeschleudert. Stark. 7 Minuten 8. Ich freue mich sehr. Das war sozusagen ein tolles Weihnachtsgeschenk. Kann man ja echt behaupten, ne? Auf jeden Fall. Jetzt können wir ein 24-Stunden-Rennen machen, oder? Ja, genau. Mit Getränken und Abwechseln, Boxengasse. Ja, safe, oder? Ey, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf hättet, mal so ein 24-Stunden-Rennen. Das könnten wir eigentlich auch live übertragen, ob über YouTube, über Instagram, irgendwie sowas. Ich hätte Bock drauf, wo man dann irgendwie mit entweder 2 oder 4 Fahrern oder ein paar Teams dann dieses Rennen da beschreitet. Jetzt haben wir auf jeden Fall die richtige Ausstattung dafür. Ich bin mega happy und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ja, das Allerwichtigste, geht steil!